Okay, fangen wir an. Ja, schön, dass sich doch so viele noch für das Thema Wiki interessieren. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist schon ein bisschen durchgekaut und schon, weil es zwar einfach schon ein sehr lange Thema ist. Hallo. aber ich glaube, es hat einfach nach wie vor Relevanz. Und ich hatte ja vorhin beim Pitch schon mal kurz erzählt. dass wir gerade so ein bisschen vor der Herausforderung stehen, was machen wir eigentlich noch mit dem Wiki? Und ich kann gerade mal ein bisschen erzählen, was wir gerade so bei uns für Gedanken und für Probleme haben. Ich würde mich freuen, wenn wir dann einfach so ein bisschen in den Austausch gehen. Ich habe ein paar Kernfragen mitgebracht, können wir uns vielleicht dran entlanghangeln und einfach mal ein bisschen diskutieren, was da so eure Erfahrungen sind, wie das so aussieht. Genau. Also bei uns ist es tatsächlich so, wenn ich sage bei uns, dann ist es bei der IFM Elektronik. Die sitzen in Essen, machen Messen und Sensortechnik. Und wir haben schon tatsächlich ein recht großes und etabliertes Wiki, was auch gut läuft. Das ist allerdings in sehr viele kleine Spaces aufgeteilt. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und jetzt ist natürlich mit Microsoft 365 noch ein riesen Toolkasten dazugekommen. Und wir merken, dass die User massiv überfordert sind. Nee. Bei der Fragestellung, was machen sie denn jetzt eigentlich womit? Und vor allem, welchen Inhalt speichern sie wo? Und da wollte ich mal hören, ob ihr das vielleicht ähnlich habt. Kommen immer noch wieder ein paar rein. Sehr gut, okay. Ja, also natürlich bringt Microsoft wahnsinnig viele Optionen mit. Es gibt ja zum Beispiel auch in Teams ein kleines Wiki quasi, was man für jedes einzelne Teams aufmachen kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich in SharePoint zu organisieren. Großes Thema. Und ja, deshalb, das ist, glaube ich, so ein bisschen Kern des Problems, dass wir halt einfach so viele Möglichkeiten haben. Jetzt haben wir bei der IFM momentan noch zusätzlich die Anforderung, dass wir ein neues Intranet aufsetzen als Digital Workplace. Und wir haben da den Anspruch, dass wir zum einen wirklich alle standortspezifischen Informationen mal aufbereiten, also dass jeder Standort, wir haben sehr viele Gesellschaften, Töchter und sehr viele verschiedene Standorte, die alle unterschiedliche Regelungen haben. Und die haben sich bisher auch ganz, ganz viel im Wiki organisiert. Und da ist jetzt halt auch die Frage, gehen wir damit auf SharePoint oder lassen wir das im Wiki? Und die Frage ist eigentlich schon mehr oder weniger beantwortet, weil wir gesagt haben, nee, das soll Richtung SharePoint gehen. Aber die Frage ist dann so ein bisschen, was bleibt? Also als Beispiele hatten wir halt in der Vergangenheit ganz viel Betriebsordnungen, HR-Informationen zum Beispiel, Arbeitszeitregelungen, solche Dinge hatten wir sehr viel drin. Aber auch viel Richtung Ansprechpartnerlisten für bestimmte Themen, für bestimmte Standorte. Und wir wollen das tatsächlich jetzt im Intranet grundsätzlich transparenter machen. Und wie gesagt, Microsoft bietet halt auch viele Möglichkeiten, SharePoint und so weiter. Und da war jetzt halt immer wieder die Frage, wie machen wir es denn jetzt? Und was geben wir vor allem den Usern mit an die Hand? Ne? Und ich kann gerne mal, ich habe mal eine Folie mitgebracht. Oder zwei, drei, da können wir mal einmal reingucken. So, das lädt gerade. Genau. Ich habe es ein bisschen ans Layout und das heutige Thema angepasst. Dadurch sind die einzelnen Folien teilweise ein bisschen sehr grell. Also es tut mir schon mal leid dafür. Genau. Und was halt tatsächlich auch jetzt hier in der Unterüberschrift noch mit Thema ist, ist so dieses, machen wir denn jetzt wirklich eine reine Anleitung im Wiki oder was machen wir genau da drin, als wenn wir darüber nachdenken, back to the roots, also was sind eigentlich im Kern die Funktionen eines Wikis, also wofür wurde es ursprünglich mal aufgesetzt? Oder versuchen wir das zu verzahnen, ne? Also dadurch,
dass man jetzt halt in der Cloud die Möglichkeit durch verschiedene Add-ons zum Beispiel die Inhalte auch auf dem anderen System jeweils anzeigen zu lassen. Also beispielsweise eine SharePoint-Liste auch im Wiki anzeigen zu lassen oder Inhalte aus dem Wiki auch im SharePoint anzeigen zu lassen. Oder verwirrt man die Nutzer damit nur vollends dann tatsächlich am Ende? Und das sind so ein bisschen so die Fragen, die uns gerade beschäftigen. Also zum einen, klar, übergeordnet, hat es überhaupt noch weiterhin seine Relevanz? Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, aber können wir gerne diskutieren. Welche Inhalte gehören denn dann eigentlich noch ins Wiki? Und macht es Sinn, Confluence oder Wiki und M365 generell zu verbinden? Wir haben halt Confluence im Einsatz. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr beides parallel? Wie sind da so eure Erfahrungen momentan? Sehr global galaktische Frage, ich weiß. Genau, einfach den Würfel ruhig mal. Du riechst. Fang gerne an. Ich kann gerne mal anfangen. Also bei uns ist es so, Siemens Healthineers. Und wir gehen ja gerade von der Siemens AG weg und wir haben derzeit kein eigenes Wiki, weil wir nämlich bisher immer das von der Siemens AG verwendet haben. Und da ist jetzt halt dann so die Sache, wie bauen wir das überhaupt auf? Also wir wissen jetzt zum Beispiel auch nicht, wie machen wir ein Wiki komplett für das ganze Unternehmen, für 65.000 Mitarbeiter, oder soll jedes Department für sich selbst ein Wiki machen? Wie können wir das aufbauen in SharePoint oder die dazugehörigen Apps? Und deswegen, also bei uns ist da ein riesiges Fragezeichen, aber auch ein ganz, ganz großer Need, dass wir das einfach auch benötigen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine ganz wesentliche Kernfrage. Wir hatten gestern schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Macht man irgendwie 1, 2 ganz große Bereiche alles offen, so habt ihr es geregelt? Oder arbeitet man da wirklich mit Berechtigungen? Du kannst ja gerne mal erzählen. Das wird ein bisschen länger, müsste mich dann unterbrechen. Also ich kann auch die Healthiness-Frage relativ schnell sozusagen beantworten, was man da raten würde sozusagen. Für ein sehr großes Unternehmen würde ich auf alle Fälle diese Idee, die ich gestern vorgestellt habe, mit den großen Spaces irgendwie versuchen durchzuhalten. Jetzt die Healthiness hat am Ende ja sowieso Anspruch auf die ganzen Siemens-Inhalte. Das ist dann auch eher die Frage. Also das wird man gelöst bekommen. Die andere Frage, die einen natürlich, wenn man jetzt ein Confluence und SharePoint online haben wir die meisten, im Unternehmen hat, ist, dass man sagt, ja, das SharePoint, das bezahlen wir ja sowieso alles, ja, und jetzt werden auch noch die Lizenzen von Atlassian teurer, ja. So viel dann auch schon zu dem Hinweis, kaufen viele Abteilungen einzeln sich selber Lizenzen, das wird definitiv aufhören, also für alle, die nicht in die Cloud gehen können oder wollen, gibt es gute Gründe auch mit dem Confluence-Produkt, wird sich das massiv konsolidieren, weil es sich keiner mehr leisten kann in der Abteilung, da dieses zu bezahlen. Also das ist auch relativ schnell durch. Und dann ist eben die Frage, ob man das, was man mit dem Wiki macht, mit SharePoint oder in dem Microsoft-Universum machen kann. Da haben wir ein kleines Paper geschrieben, das werde ich gerne im Nachgang hier in die Gruppe mal tun. Es ist nicht komplett veröffentlicht, aber es ist eigentlich total unkritisch, wo wir versucht haben im Team, wir sind natürlich alle Wiki-Fans, also muss man schon hart an uns arbeiten, aber das mal gegenüberzustellen. Und dann geht es nämlich so weit, dass man sich fragt, naja, was ist denn eigentlich der Vorteil von dem Confluence-Wiki noch gegenüber den Microsoft-Funktionalitäten? Und also das, was da Wiki heißt im Microsoft-Universum, das kann man also komplett vergessen. Ja. Das haben die irgendwie damals dran gestrickt. Da gibt es keine vernünftige Navigation. Man kommt auch in den Punkt, das wird in SharePoint abgespeichert, wo dann im Browser das gar nicht angezeigt wird. Die Seite wird runter, kann man gleich vergessen. Ja. Microsoft empfiehlt tatsächlich selber für das, also als Wiki-Ersatz, dann ein SharePoint Online, eine SharePoint Online-Site als Collaboration-Site anzulegen. Das ist dann quasi halt eine so ein SharePoint, wie man es kennt, auch mit dem ja die meisten Intranets jetzt gemacht werden, aber halt mit liberalen Berechtigungseinstellungen, jeder kann was editieren. So. Mhm. Das kommt dann auf den ersten Blick dem Confluence relativ nahe. Genau.
Und dann gibt es noch, also OneNote ist ja eigentlich auch Wiki-artig und es funktioniert eigentlich ganz okay, so bis zu zweistelligen Seitenanzahlen und dann, glaube ich, muss man eher davon abraten. Also so bleibt jetzt für so einen Enterprise-Use-Case eher diese Collaboration-Side. Und da wird es, finde ich, ein bisschen tricky. Also man kann das schon funktional nochmal differenzieren, das steht dann da in diesem Vergleich drin, was in dem einen Bereich geht und im anderen nicht. Interessant wird eigentlich das Confluence nach wie vor aus zwei Blickwinkeln. Das erste ist von demjenigen, der Inhalt erstellt. Also wenn ich mir nur anschaue, wie sieht die Sache aus und ich habe mit der Erstellung nichts zu tun und das macht die Agentur oder mein Sekretariat oder wie auch immer, dann ist man sehr schnell verführt zu sagen, das sieht doch genauso aus wie das Confluence, was haben wir das denn noch weg damit? Ne? Das ist natürlich so ein bisschen so eine Management-Gefahr. Wenn man da Management hat, was diese Tools nicht selber benutzt, dann ist man da echt irgendwie so im Budget-Prekariat. Wenn man die Leute befragt, die aus Fachabteilungen kommen und die sehr einfach, schnell Inhalte erstellen wollen, die sich nicht um Design kümmern wollen, ja, die sich nicht um Navigation kümmern wollen, dann ist das Confluence Wiki halt nach wie vor dieser Office-Welt maßgeblich überlegen. Mhm. Und Microsoft selbst baut jetzt nochmal einen Connector, um selber als Microsoft, um die Confluence-Inhalte indizieren zu können. Fand ich auch einen ganz interessanten Hinweis, obwohl es den schon von Drittanbietern gibt, bauen die jetzt selber gerade nochmal ein, ist irgendwie in so einem Public-Beta-Stadium. Also das ist schon so, dass das Confluence-Wiki Sachen kann, ich würde es persönlich so entscheiden, Microsoft fragt mich immer ständig, wie willst du denn das Design haben, willst du diesen Hintergrund und diesen Hintergrund? Das ist echt ein bisschen schwer, wenn man es nicht ausprobiert, zu beschreiben, aber ich muss ständig Designentscheidungen treffen. Und die Fachabteilungen wollen das in der Regel nicht. Die wollen schnell Inhalt publizieren und wenn jemand anderes den noch schöner machen will, dann soll er das tun. Aber ich möchte nicht ständig mit diesen Designentscheidungen beschlagen sein. Ja. Und dann vielleicht letzter Satz, was mit dem Wiki natürlich auch mitkommt und wo ich fast auch so die Gefahr so eines Rückschritts sehe, ist, man verschiebt ja mit dem Einsatz von Wiki und der leichten Editierbarkeit das Arbeiten in Dokumenten hin zu einem Arbeiten direkt im Content. Kleinere Einheiten, adressierbare Einheiten, Notifications an Seiten und so weiter und so fort. Und da droht so ein bisschen so ein Backlash, wenn man jetzt wieder zurückgeht auf Dokumente. Also das, glaube ich, sollte man im Hinterkopf behalten. Ah, es war nur der vorletzte Satz. Da gibt es auch Applaus. Genau, also das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man das mitführt. Ja. Und da, glaube ich, führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Und das machen sie nicht die ganzen Technikabteilungen und Softwareabteilungen vor. Die sagen, ich habe kein Dokument mehr auf. Was ist denn das? Haben wir Seite URL fertig. Lassen sich die verbinden? Ja, visuelle Integration ist schön, dass man das einem anderen anzeigt. Aber letztlich braucht man auch eine Integration der Suche. Da wird es schon ein bisschen schwieriger. Was wir tatsächlich machen, ist, wir sagen jetzt, wir haben einen Connector und Dokumente sollst du eher mal nicht ins Wiki packen. Schau, dass du die Dokumente, die du noch brauchst, eben über den SharePoint-Connector im Confluence ablegst. Den Connector, der wird jetzt mittlerweile von einer deutschen Firma, von Comunado, gewartet. Ja. Und ansonsten bitte macht eure Inhalte direkt im Wiki, weil da ist es einfach effizient, direkt im Inhalt zu arbeiten. Mhm. So, knapper ging es nicht. Es waren natürlich auch direkt alle drei Fragen. Perfekt. Okay, wir hatten auch online eine Meldung vom Christoph direkt am Anfang. Sollen wir den einmal vorziehen? Christoph, du bist auch sehr intensiv im Thema Wiki drin, das weiß ich. Ja, absolut und kann vieles von dem unterschreiben, was Carsten gerade gesagt hat. Was aus meiner Sicht wichtig ist, ist zu unterscheiden Tool und Format. Confluence ist ein Tool, SharePoint ist ein Tool etc. Und das Wiki-Thema ist ein Format. Und wir hatten gestern ja schon gesprochen, Tools kommen und gehen. Ich glaube, dass das Format Wiki, also gemeinsam an Seiten in einer Plattform, das ist ja genau der Punkt, eben nicht mehr Dokument, sondern ich arbeite in einer Plattform, dass das ein Format ist, was definitiv bleiben wird. Microsoft pflastert ja die Tool-Landschaft zu mit eigenen Produkten aus dem Vertrieb heraus. Im Punkto haben wir ja dann nehmen wir Microsoft. Was sie bisher ausgespart haben, ist das Wiki-Thema. Da haben sie de facto nichts. Meine Vermutung ist, früher oder später werden sie auch Confluence
attackieren, wenn sie sich in dem Rest komplett etabliert haben. Das ist meine Vermutung von der kommerziellen Strategie dahinter. Das Gute bei dem Confluence-Tool ist, dass es Weltmarktführer ist. Das heißt, falls sie angreifen sollten, wird es definitiv gute Transfer-Tools geben. Was ein wichtiger Punkt ist, den wir in der Telekom sehen, die Nutzung explodiert in dem Wiki bei Abteilungen, die auf agil gehen. Wir hatten im letzten Jahr alleine auf der Confluence-Plattform über 140.000 neue Seiten. Bei uns ist es sehr einfach, ein Wiki anzulegen. Also jeder Mitarbeiter kann jederzeit beliebig viele Wikis anlegen. Das ist sehr unkompliziert und die Nutzung ist extrem stark. Die Verbindung, genau wie Carsten sagt, sollte über die Suche sein. Insgesamt für diese Frage, welches Tool nehmen wir, ist aus meiner Sicht dieses Paradigma, guck ins Internet und guck, was da gut funktioniert und nimm das als Richtschnur und bilde das im Intranet ab, weil das Intranet hinkt dem Internet hinterher. Und der Simon hat ja diese Daumenregel, das, was im Internet erfolgreich ist, das kommt spätestens 10 Jahre später auch im Intranet an, nachdem verschiedene Versuche, das Rad nochmal neu zu erfinden, fehlgeschlagen sind. Ich kann auch von der Telekom sagen, es gibt da einige Beispiele, die genau dieses Muster abbilden. Und insofern eine Google-Suche, die eben über alle Plattformen geht und alle Tools, egal was es ist, sodass ich meine Inhalte finde, das sollte definitiv die Verbindung sein. Zum aktuellen Standpunkt hat die Telekom jetzt, Carsten hatte die neuen Lizenzen angesprochen, in die neue Lizenz 400.000 Euro investiert, ein eigenes Team dafür ausgesetzt. Also wir setzen da voll drauf, weil in dem IT-Thema, das ja auch verbunden ist mit der Jira-Plattform. Also wenn man denen das nehmen würde, allen, die mit Softwareentwicklung zu tun haben, hätte man ein Riesenproblem. Und die Telekom sagt, wir werden letztendlich ein Softwareunternehmen werden. Das sagen mehrere Unternehmen. Und wenn man eben der Überzeugung ist, irgendwie werden wir alle was mit Software zu tun haben, dann macht es viel Sinn, sich die Plattformen anzugucken, mit denen Software-Engineers heute arbeiten, weil tendenziell wird das sein, womit wir auch arbeiten werden. Ja, sehr gute Punkte auf jeden Fall. Super. Ich wollte nur einmal hier auf einen Slack-Beitrag hinweisen, den Simon Roderus gemacht hat. Der sagt, dass sich die Microsoft-Palette um ein Vico-ähnliches Tool erweitern wird, Loop. Vielleicht hat Simon da noch Näheres zu. Der nickt gerade. Ich wollte aber tatsächlich auch in die Richtung was sagen. Vielleicht darf ich vorweg und du machst gleich. Ja? Sehr gerne. Bei meinem letzten Arbeitgeber haben wir tatsächlich auch beides parallel gehabt, unterschiedlich organisiert, einmal Konzern, einmal tatsächlich bereichsorganisiert. Dabei halt auch unterschiedliche Nutzungen und eben auch diese Berechtigungsstruktur, was für Inhalte kommen da an, halt durchaus sehr, sehr unterschiedlich. Kam das Thema wieder mit den Lizenzen halt tatsächlich auf und ich gehe von aus, dass das Wiki da wahrscheinlich, also das Confluence-Wiki da halt tatsächlich sterben wird. Trifft mich jetzt nicht mehr so sehr, aber eigentlich schon, weil habe ich als Baby aufgebaut, irgendwie sei das jetzt, ne, traurig. Aber die Frage ist ja, deshalb hast du, Carsten, ja auch gesagt, was ist denn Wiki? Also, wir müssen einfach gucken, was wollen wir denn rausholen? Das heißt, letztendlich, ich sehe Wiki als eine Möglichkeit, für alle Mitarbeitenden tatsächlich Inhalte zu erstellen. Und das geht in verschiedensten Tools. Ja? Confluence ist im Wiki-Bereich einfach Marktführer. Auf Microsoft-Ebene vermisse ich was Passendes halt schon schmerzlich. Aber es ist mal die Frage, welchen Anwendungsfall wollen wir denn tatsächlich damit abdecken? Ist es halt tatsächlich da halt Wissen halt aufzunehmen? Dann kann ich natürlich mit SharePoint Size tatsächlich arbeiten. Und Design kann man sich Gedanken machen. Du kannst aber auch einfach sagen, ich lege ein Template an und wenn ich genauso wie in Confluence einfach textbasierende Inhalte da reinpacken will, vielleicht Spalten noch auswählen, dann ist es schon ähnlich. Ja? Aber ich habe es einfacher, wenn ich tatsächlich jetzt sagen will, ich will Dokumente damit verknüpfen. Ja, dann kann ich halt durchaus in die Dokumentenbibliothek und so weiter. Da habe ich dann doch mehr Möglichkeiten, als es im Confluence habe. Confluence würde ich dann nutzen, wenn ich irgendwelche eigenen Plugins, Makros da irgendwie drin habe. Ja, und dann stellen wir die Frage, gibt es die dann ja in der Cloud auch? Was bezahle ich mich dumm und dusselig, um das nutzen zu können? Ja, und
da ist. Also Atlassian ist in den letzten Jahren ja auch, also ich habe das 2011 euch eingeführt, das ist, die Kosten sind sowas von explodiert und jetzt mit der neuen Entscheidung, dass man eben auch nur noch Datacenter oder Cloud machen kann. Cloud geht manches nicht, war schon, sind riesen Herausforderungen einfach gewesen. Zu dem Thema Loop tatsächlich eben auch, also Loop finde ich sehr interessant, bin gespannt, was da so rauskommt, weil wenn du diesen Collaboration-Aspekt im Wiki ansiehst, und das geht bei Confluence ja auch toll, gleichzeitig Dokumente bearbeiten, das, oder Seiten bearbeiten, ne, das ist im SharePoint ja so aktuell nicht und würde dann in OneNote oder Office-Dokumenten halt gehen, aber ne, das ist halt in Microsoft so Welt bisher nicht drin. Ich glaube, mit der Loop-Thematik hat man durchaus eine Möglichkeit, ja auch toolübergreifend, Teams, Outlook, innerhalb der Office-Produkte da Inhalte zu erstellen. Aber ein Wiki wird das erst, wenn es da wirklich halt auch eine zentrale Lösung zu gibt. Und das ist bei Loop vielleicht noch nicht ganz das Richtige. Aber die Frage ist eben, was will ich erreichen, wenn ich Dokumente mit einbinden will? Will ich Communities mit einbinden? Habe ich ein Enterprise Social Network auf Jammer? Ja, und zahle ich eben sowieso schon für Microsoft-Lizenzen? Muss ich mir noch teure Confluence-Sachen anpassen? Ja, ist das, was ich vorhabe, vielleicht mit einem SharePoint, mit den Möglichkeiten da drin? Oder gehe ich vielleicht auch in Richtung sowas wie halt, ich möchte im Grunde genommen ein Glossar halt aufnehmen, ich will vielleicht die KI-Unterstützung, will sowas wie Microsoft Topics, wo dann eben nochmal automatisiert was rauskommt, würde ich heute auch aktuell wahrscheinlich sagen, na, lass uns mal noch ein halbes Jahr warten, das kann noch ein bisschen reifen, aber die Idee, dahin zu gehen, kann durchaus ganz interessant sein. Und ja, bei Confluence ist, glaube ich, die Entwicklung in den letzten Jahren nicht so riesig gewesen, auf meiner Seite. Also kann ich alles unterschreiben. Also diese Fluid-Komponenten sind eher aus meiner Sicht Kollaborationsinstrumente. Die Frage ist, was ist für euch das Wiki? Wofür ist es da? Wenn man mal zum Jimmy Wales hört, der Begründer von Wikipedia, der gesagt hat, ein Wiki ist eigentlich eher so eine allgemeine Informationsplattform, von der ich dann gezielt in die Subsysteme abspringe. So ist momentan Wikipedia auch aufgebaut. Das ist aber seine Definition. Das heißt, die Frage ist für euch, was ist für euch das Wiki? Was bringt es für euch? Und ich bin nicht der Fan davon zu sagen, Forms follows Function, weil es mittlerweile geht es ja in eine Anrichtung, Forms follows Emotion. Das heißt, die Usability steht eigentlich im Vordergrund. Und nicht jeder ist so multimodal unterwegs wie Softwareentwickler, die mit mehreren Tools parallel arbeiten können. Da ist Jira offen, da ist Confluence offen, da ist Microsoft offen. Das können die. Sie sind es gewohnt. Shopfloor-Worker mögen das überhaupt nicht. Die wollen einen zentralen Zugriffspunkt. Und in dem Fall bringe ich noch was anderes rein, was eher vielleicht persona-orientiert interessant wäre, nicht von den Instrumenten orientiert. Was ich sehr stark in Kundenprojekten wahrnehme, sind Azure-Bots. Das heißt, es sind so über den Q&A-Maker sind es auf listenbasierte Bots, die genau die User in dem Fall auch ansprechen können. Wonach geht es hin? Es geht im Endeffekt auf eine Google-Search zurück. Natürlich nicht die gleiche Technologie, aber es geht im Endeffekt darum, ich habe einen Bot drin, der ist bei mir in Teams integriert. Ich habe eine Frage, weil ich eine Fragestellung habe, weil mich die interessiert und das ist ja on demand. Und das ist das, was ich brauche. Dann ist die Frage, gehe ich jetzt in den Wiki rein, gehe dort in eine Teams-Search rein, gehe ich dort in eine Office-Search mit rein, bin ich überhaupt der Typ dafür? Also man müsste sich aus meiner Sicht lösen von dem Wiki, eher in die Funktionalität und in die Emotionalität mit rein, aus userzentrierter Sicht und zu sagen, welche Mitarbeitergruppen haben denn welchen Weg, um an Wissen zu kommen. Und das ist bei Softwareentwicklern, sicherlich bei der Telekom, was ganz was anderes als bei Fertigungsmitarbeitern, die in einem Prozess an einer Linie arbeiten, in sich zu sechst einen PC teilen. Die wollen mit Jira Confluence nichts zu tun haben. Die wollen einen einfachen Einstieg haben. Die wollen eine Frage stellen und KI gesteuert über einen Bot, bestenfalls, weil sie es von Google und zu Hause gewohnt sind, das adaptiert haben. Ja, Simon, weißt du? Online? Also mich meint gerne. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist tatsächlich die nach dem Ziel. Und was mir sehr häufig auffällt bei Unternehmen, ist, dass der SharePoint, der hat ein Ziel, redaktionelle Inhalte, zum Beispiel von HR, die dürfen auch nicht jeder bearbeiten. Ja? Also das hat ein Ziel. Jetzt bei einem Wiki ist es ja so, dass jeder es bearbeiten darf. Das ist aber kein Ziel. Also das Ziel eines Wikis ist nicht, dass es jeder bearbeiten dürft, sondern Wikipedia beispielsweise hat ein sehr, sehr klar umrissenes Ziel, nämlich eine Enzyklopädie zu sein.
Und was ich bei Unternehmenswikis feststelle, ist, dass das Ziel eben nicht formuliert ist, sondern dass stattdessen gesagt hat, ein Wiki ist was, wo jeder bearbeiten darf. Und was dann letztlich das ist, was entsteht, ist, dass jeder es bearbeitet. Jeder erstellt seine eigene Wissensstruktur parallel zu der Wissensstruktur von vielen anderen. Das ist zumindest das, wie es ich häufig erlebe. Und es räumt niemand auf und es gärtnert niemand. Und dieser Spagat zwischen fast schon Anarchie und auf der anderen Seite maximale Ordnung, also HR lebt maximale Ordnung, im Wiki herrscht maximale Anarchie, das nimmt total zu und das ist insofern komisch, dass es zumindest bei Wikipedia nicht so ist. Also bei Wikipedia kann jeder mitmachen, aber es funktioniert nur, weil die sehr gut definierte gemeinsame Regeln haben. Und ich glaube, das ist der eigentliche Punkt. Also die erste Frage ist, was ist das Ziel, eher redaktionell oder alle? Und die zweite Frage ist so ein bisschen, wir müssen ein Stück weit weg von dieser Anarchie und wir müssen einen klaren Zweck für das Wiki haben und wir müssen gemeinsame Regeln finden. Jeder soll editieren, aber nicht jeder parallel ein eigenes Ding aufbauen. Ich muss da mal, also wenn ich darf, dann kann ich ja richtig mal hier ein bisschen Stimmung und meine Gegenposition vertreten. Also, genau. Das erste ist immer die Sache mit diesen Use Cases. Und wir kommen davon, dass jemand ein Ziel hat. Ich habe das mit der Anarchie und HR, das finde ich total gut. Aber diese Werkzeuge, die wir verwenden, das sind Medien. Ja? Medien zeichnen sich dadurch aus, dass sie für ganz verschiedene Zwecke verwendet werden können. Und da ist sozusagen ja auch ein Synergiepotenzial drin. Das, also es fragt ja heute auch kein Mensch, also willst du Papier verwenden oder nicht? Man kann mit Papier Gedichte schreiben, zeichnen. So. Medien haben verschiedene Use Cases. Das heißt, man kann, und ich sehe es seit vielen Jahren, man kann beliebig viel Zeit drauf verschwenden, sich zu streiten auch, wozu jetzt das Wiki genau ist, ja, das führt gar nichts, also es gibt so ein Modell von mir, so, wo sich so Kreise überlappen, das war eigentlich sozusagen aus diesem Frust entstanden, dass immer diese Diskussionen sind, wofür ist es genau, und das kommt ja aus dem Management-Lehrbuch und jeder Consultant erzählt erst genau das Ziel, erst mal das Was und dann das Wie. Für Medien gilt das nicht, das ist schlichtweg Medientheorie 101. Das Wikipedia sozusagen ist eben eine ganz spezielle Nutzung eines Wikis, ja, die darauf aufbaut, dass ich weiß, es sind eben lexikalische Artikel. In einem Unternehmen finden wir zum Glück eben ganz viele Anwendungsfälle, die alle die gleiche Technologie nutzen. Also einerseits wollen wir auch wenige Tools haben, ja. Andererseits sagen wir dann, wenn wir dann Tools oder Medien haben, die ganz viele Cases abdecken, heißt, oh, keiner weiß wohin und so. Also da ist, glaube ich, ganz viel so auch Business- und Consulting-Talk immer unterwegs, wenn ich mal so versuche, den Hut eines so Semi-Medienwissenschaftlers aufzusetzen, eigentlich total verschwendete Energie ist. Zu dem Thema SharePoint, also das geht auch mit SharePoint auch und so weiter und wir sind nicht alle Softwareentwickler. Ich glaube, da ist manchmal die Frage, ob wir auch noch über Effizienz und Produktivität arbeiten wollen, weil die Sache X geht mit Y auch, ist eine Frage nach Effektivität. Ja? Ich kann mit einem anderen Tool das doch auch erreichen und es schaut wirklich doch schöner aus. Aber in dem Moment, wo ich mich frage, geht das schnell, geht das produktiv, sagen mir die Leute, die es benutzen, und da gebe ich dem Christoph recht, man sollte schon so ein bisschen auf die Softwareentwickler schauen. Also dann merkt man halt schon, dass für die natürlich Produktivität eine Rolle spielt. Die wollen halt keine drei Klicks zur Verfügung. Also der Sache muss man sich stellen und am Ende ist halt die Frage, wie viel ist uns diese Produktivität wert? Naja, und ob der Azure-Bot und der Q&A-Maker das machen wird langfristig, weiß ich nicht. Hast du schon mal ausprobiert, damit was zu bauen? Nee, aber ich kenne gute MVPs, die da zur Verfügung stehen und Erfahrungen teilen im Sinne der Azure-Bot-Integration und das effektiv und effizient gegenüberstellen, was es heißt, eine Suche zu tätigen, wenn ich gucken muss, wo ist was abgelegt, im Gegensatz dazu eine Frage zu stellen. Naja gut, das ist die Frage, was wir ganz erfolgreich gemacht haben, ist die Q&A-Sachen, die im Wiki sind, dem Azure-Bot, nicht dem Azure-Bot sozusagen, dem eine einfache Suche zu geben und die war besser als der Azure-Bot. Und da hat der Consultant gesagt, naja, jetzt ist der Teil, wo die Arbeit anfängt. Also diese Bots zu bauen, ist mitunter sehr aufwendig, das Marketing ist sehr ausgefuchst. Also ich würde sagen, also FAQs in dem Wiki funktionieren auch wunderbar. Tatsächlich ist es ein Anwendungsfall, wo wir relativ viel
Content drin haben. Der ist leider so ein bisschen in verschiedenen Formaten. Also wenn ich da reingehe, von welcher Seite kommst du? Kommst du von der User-Seite oder kommst du von der Tool-Seite? Ich komme von der Seite, das sind die FAQs, da waren irgendwie 65, packen wir die einmal in den Q&A-Maker, was kommt da raus, das haben wir ausprobiert, und packen wir die einmal in eine sehr fokussierte Suche im Confluence, also indem ich nur im Teilbereich suche, und da war die Suche schon wesentlich besser. Also ich sage, Bots haben schon ihre Berechtigung, aber man braucht einen sehr guten Content, den hatten häufig auch im Wiki schon, und dann halt das Add-on zu machen, macht halt Arbeit. Also da ist ein bisschen viel Marketing dabei bei den Q&A-Maker. Wird besser werden und so weiter. Kein ich sehe es eher als zentrale Einheit. Bitte noch den zweiten Würfel. Alles gut, wir haben noch andere. Achso, sorry. Wir sind da fast schon in der Nähe, aber Achso, neben dem Würfel. Genau. Also ich meine, wenn du dir auch generell Softwareentwicklungen anguckst und eben diesen nicht nur Customer-Oriented Focus nimmst, oder also User-Centrated Focus, zu sagen, was braucht denn letzten Endes derjenige, der der Endanwender ist, dann kommt man schnell in eine Diskussion, gar nicht mehr in die Medien rein, weil es gibt Menschen, die sehen den Stammtisch auch als Medium und sagen, dort hole ich mir meine Informationen ab. Und es gibt Menschen, die lesen die FAZ, weil sie sagen, ich brauche das. Und es gibt Menschen, die lesen das FAQ im Unternehmen drin. Also es ist für mich immer die Frage, wer liest wo, welche Informationen. Und wir reden oft immer vom Moment of Need. Ist es aber wirklich so im Moment of Need, wenn ich eine Frage im Kopf habe, dass ich dann von der Frage resultierend auf eine Liste gehe oder auf FAQ und mir dann dementsprechend zu gucken, wenn ich eine Frage habe, möchte ich eine Frage beantwortet haben. Mhm. Und das ist für mich ein absolutes Pro-Argument für einen Bot, weil wo stelle ich Fragen? Ich stelle sie in Google Search, ich stelle sie im Bot-Bereich, und das ist für mich dieses user-zentrierte Denken. Das müsste aus meiner Sicht in der Perspektive die Frage, die Gretchenfrage in der Mitte sein, und darum muss ich alles aufbauen. Dem stimme ich sofort zu. Also sozusagen, man möchte einen Suchschlitz, nur dass das mit diesen Bots, so wie sie angeboten funktionieren, haben wir am Ende ja noch 50 Bots. Also, der stimme ich dir voll zu, Google als Bild, und ich möchte meine Frage wohl loswerden, und dann soll was Intelligenz bestimmt voll bei dir. Wer möchte hier im Raum virtuell? Der Christian ist noch virtuell. Ich habe noch was tatsächlich. Ja, müssen wir nicht. Ich habe nur im Hintergrund. Ich habe es ja schon einmal gerichtet. Ich finde die Diskussion super und kann viele Punkte, die genannt wurden, unterstreichen. Als allererstes natürlich der Punkt, von den Bedürfnissen der Nutzer auszugehen. Und es war ja davon die Rede, manche Frankfurter Allgemeine oder Stammtisch. Der Punkt ist, es sind halt ganz unterschiedliche Themen. Die Lernnotwendigkeit nimmt kontinuierlich zu, zumindest bei denen, die am Schreibtisch arbeiten. Da kommen ständig irgendwelche neue Begriffe, und da ist die Frage so, was heißt das jetzt? So eine vage Vorstellung, aber was heißt das jetzt konkret in unserem Unternehmen? Da ist eben die Experience, ich gebe in einer Suche einen Begriff ein und dann bekomme ich eine Suche, und dann ist das wie bei Google, dass ein Wikipedia-Artikel, der mir einmal einen Überblick gibt, also das, was wir dafür haben, eine einzige Seite, da steht alles zum Thema drauf, und von da werde ich wieder verteilt. Der Punkt bei dem Format Wiki, und da habe ich den Eindruck, dass in manchen Teilen der Diskussion das immer noch vermengt wird, einerseits das Format, und das Format braucht eben vollkommen unabhängig vom Tool immer Gardening. Und dieses Gardening, da hat Wikipedia sehr gut funktionierende Strukturen, und die werden im Unternehmen häufig nicht mit Ressourcen ausgestattet, weil die Vorstellung ist, wofür müssen wir denn da Geld ausgeben? Bei Wikipedia machen das ja auch alle Leute selber. So war das bei uns zunächst. Wir stellen eine Plattform hin und dann ist das wie bei Wikipedia, alles organisiert sich selber. So funktioniert es eben genau nicht, sondern im Unternehmenskontext muss das Gardening sichergestellt werden. Warum? Weil die Leute auf Wikipedia ihren Herzensthemen folgen. Im Job ist das für viele Leute halt ein Job. Das heißt,
es fehlt dieser Antrieb aus dem Herzen heraus in der Freizeit und aus Eigenengagement dafür so eine Ordnung zu sorgen, die da ist. Weil das fehlt, muss Gardening vollkommen unabhängig, ob das Confluence oder auch die Wikipedia-Software oder SharePoint ist. Das Gardening muss sichergestellt werden und wird häufig vernachlässigt. Ein wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht noch, es gibt nicht das Wiki. Bisher ist noch so, ja, was ist denn das Wiki? Es gibt das Team-Wiki, es gibt ein Themen-Wiki, es gibt ein Projekt-Wiki, es gibt die Pedia, das heißt diese eine Plattform, auf der die Themen aus Unternehmensperspektive dargestellt werden, bei der Telekom das Magenta-Wiki. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Wikis, die andere Needs und Purposes haben. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, wenn man sich eben über dieses Format Gedanken macht. Und man muss sich eben erst über das Format Gedanken, und da gehört Gardening rein, da gehört, was ist der Purpose, was brauchen Nutzer, wie bindet es sich ein in die anderen Experience etc. Und dann kann man darüber reden, welches Tool macht dafür denn Sinn. Also was wir tatsächlich erleben, ist zum einen, ja, man braucht eine Suche, die übergreifend ist. Also wir haben jetzt tatsächlich die SharePoint-Suche im Einsatz, die einfach Confluence auch mit anzapft. Und das funktioniert auch erstaunlich gut, muss ich wirklich sagen. Und ja, man muss auch auf Use Cases schauen, man muss auf das Tool schauen. Was bei uns wirklich immer wieder aufkommt, ist halt, ja, aber gebt uns doch bitte Rahmen. Also wir können natürlich alles in allem machen, aber versucht uns doch bitte zumindest eine Rahmenstellung zu geben, was wir da drin machen jetzt noch weiterhin im Wiki. Und dafür habe ich jetzt, auch wenn du jetzt gerade gesagt hast, man muss immer ein bisschen gucken, ne, und offen sein und ja, die Landschaft hat viele Möglichkeiten und trotzdem haben wir jetzt einfach mal den Ansatz gewagt und versucht, naja, so einen Aufschlag zu machen und den Leuten zu erklären, was machen wir denn eigentlich hier drin, und hier findet sich eigentlich relativ viel wieder, was wir eben schon mal besprochen haben. Zum einen das Thema mit Dokumentationen, also nicht Dokumentenbibliotheken, sondern ausgeschriebener Content, wie wir es eben schon mal hatten zum Beispiel. Und haben gesagt, naja, das ist irgendwie Entwicklungsprodukt, Applikations- und IT-Know-how da reingehört. Das ist jetzt bei uns tatsächlich der Fall für unsere Firma. Und immer dann... Und wir haben hier auch das Thema Projekt- und Abteilungsdokumentationen zum Beispiel. Ne? Deshalb haben wir zum Beispiel auch viele kleinere Spaces dann zugelassen, weil viele Abteilungen gesagt haben, wir wollen uns selber dokumentieren, wir wollen unsere eigenen Prozesse. Und das geht halt niemand anders was an. Okay. Weiter Sprung, schneller, gefährlicher Sprung. Egal. Das gerne gleich nochmal reinklatschen. Wegen dem Wort Prozesse? Geht niemand anderes an, was meine Abteilung macht. Ach so. Okay, und da war halt auf jeden Fall der Ansatz, dass das OneNote vielleicht einfach nicht mehr ausreicht für solche Use Cases und deshalb gesagt haben, es soll zusätzlich kleine Spaces geben. Genau. Und dann haben wir hier versucht, halt einfach mal ein paar Beispiele aufzulisten, die so typischerweise kommen. Und in Abgrenzung dazu, was ich jetzt nicht geschrieben habe, wofür wir dann SharePoint nutzen, ist so ein bisschen das so Außendarstellung. Und dann haben wir wieder das Thema Design. Also wir wollen als Abteilung unsere Services, unsere Dienstleistungen halt nach außen hin darstellen. Schön machen, hübsch machen die Seite, ja. Und das machen wir dann, haben wir jetzt für uns bisher überlegt, wird dann in SharePoint wandern. Weil da hat man eben nochmal andere Möglichkeiten. Darfst gerne nochmal. Also du kannst es im Wiki schon auch, schön machen, aber eben es nötigt dir am Anfang die Designentscheidung nicht ab. Also es gibt nicht so viel vorgefertigtes Schön machen. Ich betrachte das ja auch sehr interessiert, wenn man heute jetzt in den Tagen auf so eine Konferenz zum Thema Intranets und so fährt, dann sehen diese ganzen Intranets alle total gleich aus, ja. Weil, glaube ich, die Styling-Möglichkeiten von dem SharePoint Online gar nicht so groß sind. Also die vorgefertigten Styles sehen erstmal nett aus, aber da kommt wahrscheinlich auch nochmal so die Bewegung zu sagen, ja, bei unserer Abteilung hat eine eigene Identität, soll doch anders ausschauen. Aber klar, also müssten wir jetzt wirklich ins Detail gehen. Wir haben die Diskussion natürlich auch und man kann eigentlich das sogar das Hosted Conference ganz nett anpassen, aber wir haben da auch rote Linien. Also zum Beispiel sagen wir, das habe ich auch wirklich so genannt, dann ich habe mal ein Screenshot gemacht, die rote Linie ist bei uns, dass oben sozusagen die Confluence-Leiste bleibt.
wo die Suche drin ist, wo der Absprung drin ist und so weiter und so fort. Dann, weil das erwarten die Leute, dass sie da die Funktion haben. Und ich kenne schon den Wunsch, dass die Abteilung sagt, das muss aussehen wie so ein Magazin und so eine total flashy Website. Und die machen ja als allererstes die gemeinsamen Navigationselemente weg. Ja, und auch natürlich ist dann der graue Balken da oben, stört dann schon. Und ich meine, da muss man halt wissen, was macht man? Macht man Marketing oder soll die Orga funktionieren und so? Ich glaube, da sind wir auch teilweise ein bisschen Design verliebt. Ansonsten glaube ich, dass du es ganz clever gemacht hast. Eigentlich ist da so ein bisschen diese Unterscheidung zwischen Dokument und Dokumentation, und die Norm spricht ja auch schon nicht mehr von Dokumenten, also die 9001 spricht ja auch von dokumentierter Information. Also ich weiß es nicht, aber langfristig kann man bei der Digitalisierung immer davon ausgehen, dass die Einheiten kleiner werden, und das spricht eigentlich dafür, dass wir wahrscheinlich eher mehrere kürzere Wiki-Seiten bekommen werden. Wir haben auch Wiki-Seiten, die sind, was weiß ich, 50 Bildschirmseiten lang. Das ist ja auch ein Problem für mich. Ja. Ich muss auf seinen ersten Punkt nochmal eingehen, das hat mich jetzt irgendwie total getriggert. Das war bei uns nämlich tatsächlich, als wir unser Confluence-Wiki eingeführt haben, das erste war, so wie das aussieht, kann man das aber nicht lassen. Und diese blaue Navigations-, diese Leiste da oben, also das geht so eigentlich gar nicht. Und meine eigene Navigation kriege ich da nicht rein. Also das erste war mal, wir haben halt eine Navigation mit reinprogrammiert. Dann haben wir da oben halt einen firmenspezifischen Header drin gehabt, wo halt dann auch erkennbar war, das ist unser Wiki. Ne? Das hieß dann Kalan-Wiki und nicht Confluence, ne? Weil Kalan-Bau. Und da war dann natürlich die Suche mit drin, aber da habe ich natürlich meine Optik halt. Und das war auch für jeden strukturierten Sprung und für jedes Update eigentlich immer wieder das Ding, das musste drin bleiben. Und jetzt mit dem Sprung so Richtung Cloud, das geht da alles gar nicht. Ja. Genau. Welche Abteilung war das denn, die gleich sagt, anders? Ja, ich meine, machen wir uns nichts vor. Also, man möchte irgendwie Aufmerksamkeit irgendwie haben. Ja? Und wir leben in einer Welt, die sehr stark visuell geprägt ist, wo man im Internet natürlich also High-End-Design überall sehen kann. Und natürlich möchte ich irgendwie, dass es unterscheidbar ist. Und es gibt einen Trade-off auch natürlich zwischen, ich möchte es ganz anders haben und auffällig sein, und Usability. Also insbesondere über Anwendungen hinweg. Also man hat am Ende ja die Diskussion, also wenn sich jede Website anders bedient, dann ist auch wieder, gibt es auch wieder das Gemecker. Also das ist einfach ein objektiver Trade-off. Und letztlich ist auch manchmal die Frage, wenn es jetzt nicht von den Usern kommt, die sagen, ich bin gar nicht daran interessiert, dass ich jetzt einen Fashion-Banner auswähle, also wenn es nicht von der Seite kommt, muss man sich ja auch mal fragen, wo ist der Geschäftswert von diesem ganzen internen Super-Styling? Also hart betriebswirtschaftlich draufgeschaut, muss man sich das halt auch leisten können. Ja, und vielleicht ist das Geld woanders besser investiert, meinetwegen im externen Markt. Wenn man nicht sagt, Identifikation ist das Thema, ne? Ich will mich mit meinem Tool identifizieren können. Ja. Dann sagst du, dann ist das Design das vielleicht wert. Aber sonst bin ich bei dir. Wir haben noch zwei. Auf einen Punkt, auf den ich gerne noch aufmerksam machen würde, ist die Intranet-Tool-Landschaft, die wir mit dem Simon erarbeitet haben. Und die eben diesen Fokus auf Formate hat, zum Beispiel auch auf Homepage-Baukasten. Also es gibt das Bedürfnis, sich zu präsentieren, und zwar differenzierend zu präsentieren. Schaut auf uns, wir sind ganz anders als alle anderen. Und diesen Homepage-Baukasten kann man in SharePoint haben. Man kann eben das, was Carsten gesagt hat, du kannst mit jedem Medium so ungefähr alles machen. Du kannst jedes Medium so umfrisieren, dass du irgendwie auch diesen Use Case, entweder Homepage-Baukasten oder Wiki oder was auch immer hast, im Sinne von, man kann auch mit einem Trecker zur Hochzeit fahren. Wird halt keiner machen, weil es gibt andere Fahrzeuge, die dafür besser geeignet sind. Aber komme ich theoretisch mit einem Trecker zur Hochzeit? Ja, komme ich. Würde ich es tun? Nein, ich würde es nicht tun. Also ich kann empfehlen, diese Intranet-Landscape sich mal anzuschauen, und die Arbeit daran ist ongoing. Insofern, wer daran Interesse hat, sich diese Intranet-Landscape anzuschauen, wie passt eigentlich welches Tool wozu und wie passt es eben genau zu dem Bedürfnis und welche Bedürfnisse stehen dahinter, der ist herzlich eingeladen, an dieser Intranet-Tool-Landscape mitzuarbeiten. Schickst du uns da gerade mal noch einen Link zu rein? Ja. Okay, perfekt.
Und du hattest versprochen, du gibst nochmal den Leitfaden mit rein. Genau, dieses Paper. Ja, super. Ich habe gerade echt die letzten 5 Minuten versucht, wie ich das zusammenfassen soll. ich glaube, wir haben keine Chance, das wirklich auf einen Nenner zu bringen, weil es ist ein super komplexes Thema. Jedes Unternehmen ist anders, jedes Unternehmen hat andere Anforderungen, ganz klar. Ich denke, was rausgeht, kann das jemand mal ausschalten? danke. Genau, von daher muss es jeder sicherlich auch ein Stück weit für sich entscheiden. Ich fand es trotzdem sehr wertvoll, dass wir hier heute nochmal mehrere Aspekte auf den Tisch gebracht haben. Und wer Lust hat, sich grundsätzlich weiter nochmal da mit auseinanderzusetzen, kann mich gerne anschreiben oder sich bei mir melden. Wir können da gerne nochmal im Detail ab und an drüber sprechen. Ja? Eine Sache. Weil es gerade im Slack im Allgemeinen aufgekommen ist, das passt eigentlich genau zu dem Thema, hat der Leonid die Frage gestellt, wie wir damit umgehen können, Intranet, SharePoint, Communication Sites und so weiter, Erfahrungen, das ist eigentlich so ein bisschen der Anschluss an das Thema hier. Wer da Interesse hat, ich weiß jetzt nochmal drauf hin, ist im Kanal allgemein drin. Super, danke schön, gute Ergänzung. Ja, in dem Falle vielen Dank an alle online und hier vor Ort. Danke. Mach's gut. Thank you.